erstmal ganz herzlichen Glückwunsch zu deinem Siegtreffer hier auf dem Betze gegen den HSV. Wie lange hast du auf dem Platz gestanden, bis es geklingelt hat, oder wie viel Ballkontakt hattest du? Kein. Das war mein erster Ballkontakt. Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat. Ich habe gehört, irgendwas 10, 15 Sekunden vielleicht. Also das war der erste Angriff, an dem ich beteiligt war. Ich frage gleich in der Kabine, wie lange ich gebraucht habe. Generell hatten wir das Gefühl, auch wenn du zuerst auf das Spiel von der Bank verfolgt hast, ihr seid richtig gut reingekommen, habt eine tolle erste Halbzeit gespielt. Hat euch heute vielleicht auch einfach der Gegner mehr gelegen, dass es nach den letzten Wochen von Anfang an so gut gelaufen ist? Ja, definitiv. Also du hast halt einfach das Gefühl, die Jungs sind von Anfang an griffiger als sonst. Jeder war irgendwie auf mehr Spannung. Und wie gesagt, gegen so einen Gegner musst du das aber auch definitiv sein, weil es einfach ein brutal schweres Spiel ist. Von der ersten bis zur letzten Minute ging hier sehr, sehr viel. Dass wir dann 2-0 gewinnen, ist einfach ein geiles Gefühl für die Mannschaft. Und wie war es denn so speziell für dich mit deiner Vergangenheit? Wir sind sicherlich nicht die Ersten, die dich das fragen, dass ausgerechnet du hier den Siegtreffer machst. Ich kann es ehrlich gesagt nicht wirklich in Worte fassen. Du hast es ja auch selbst gesagt, dass ich diese Woche irgendwie treffen werde. Die Jungs haben auch in der Woche gesagt, du wirst irgendwie auf jeden Fall treffen. Also es wird auf jeden Fall passieren. Ich habe auch dran geglaubt, weil ich auch irgendwie wieder treffen wollte. War ja auch mal Zeit. Also es war einfach geil. Ja, und dein und unser Glaube vereint, der hat dann hier zum Tor geführt. Definitiv. Vielleicht auch noch ein Wort zu der wahnsinnigen Kulisse hier. Der Betzenberg, das erste Mal in dieser Saison komplett ausverkauft. Eine Choreo über zwei Tribünen, auch die HSV-Fans sehr stark. Wie war denn das hier, heute hier spielen zu dürfen? Also ich kann es nicht beschreiben. Man muss das erlebt haben, was für eine extreme Choreo das war, wie viele Leute hier wirklich waren. Die Choreo, da haben wir uns auf der Bank drüber unterhalten. Oh mein Gott, was geht da ab? Also es ist einfach krass, wie viel Support einfach stetig jede Woche hier im Betzenberg für uns geliefert wird. Also es ist einfach geil. Dann hoffen wir, dass du es noch ein bisschen genießen und ein bisschen sacken lassen kannst, das Spiel heute. Aaron, vielen Dank. Dankeschön. Benno, herzlichen Glückwunsch zum Heimsieg gegen den HSV. Wie sehr hast du dich denn gefreut, dass ihr endlich mal wieder 3 Punkte geholt habt? Ja, natürlich sehr gefreut. Also ich glaube, wir haben ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Mit dem Fans im Rücken heute war das ein Weltklasseabend. Ich glaube, es war ein Fußballfest. Und wir haben uns belohnt für eine sehr, sehr gute Leistung. Wir sind auch der Meinung, dass auch du heute mit deinem Startelf-Einsatz eine sehr gute Leistung auf den Platz gebracht hast. Wie zufrieden bist du selbst? Ja, natürlich, wenn du gewonnen hast, dann bist du natürlich auch zufrieden. natürlich hätte ich mir noch die eine oder andere Aktion gewünscht, aber ich glaube, natürlich ist das ein schönes Gefühl, so dass du ein Teil davon warst, mit einem Sieg erfolgreich gewesen zu sein und wie gesagt, einen Teil dazu beigetragen zu haben. Und ich glaube aber im Großen und Ganzen war es heute von der Mannschaft einfach ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel und war, glaube ich, haben wir uns einfach belohnt. Du hast es schon angesprochen, die Fans heute mit einer beeindruckenden Choreografie. Hamburg Gästeblock haben wir, glaube ich, so auch nicht erlebt. Ausverkaufter Betzenberg das erste Mal in dieser Saison. Wie war es denn so allgemein, bei so einem Spiel auf dem Platz stehen zu dürfen? Ja, ich glaube, Gänsehaut schreibt es, glaube ich, am besten. Natürlich bist du so ein bisschen im Fokus, konzentrierst dich aufs Spiel, aber dann guckst du kurz hoch und dann siehst du das ganze Stadion mit der Choreo und alles. Und da war, wie gesagt, Gänsehaut und wir haben uns einfach nach vorne gepeitscht, haben uns getragen und wir konnten das Ganze dann mit dem 2-0 dann auch noch abrunden. Und wie fühlst du dich jetzt so ein bisschen kaputt, hast du gerade gesagt, ne? Ja, die Beine wurden nachher schwer. Der ein oder andere Krampf, ich glaube, da war ich nicht der Einzige heute. Haben aber gesehen, dass wir heute alles auf den Platz gelassen haben, dass jeder gefightet hat. Und wenn du dann noch dich belohnst einfach und das Ganze dann auch noch mit dem Gefühl dann einfach jetzt in die nächste Woche auch reingehst, dann ist das einfach schön. Und ich glaube, das hat sich heute jeder verdient, jeder Fan und auch wir Spieler. Und deshalb können wir wirklich mit breiter Brust in die nächste Woche gehen. Und sicherlich habt ihr es auch verdient, dann die Füße ein bisschen hochzulegen, dass du dich entspannen kannst. Ich glaube, da hat der Trainer was dagegen. Ich glaube, man kann auf jeden Fall den Moment genießen. Ist ja auch immer so, dass du letzte Woche war es halt nicht so gut, heute war es sehr gut. Das ist halt irgendwo eine Momentaufnahme und die kann man dann auch genießen. Aber ab morgen geht es dann auch schon wieder, dass wir den Fokus auf die nächste Woche legen, auf das Auswärtsspiel in Regensburg. Dann genieß mal, solange du kannst. Vielen Dank fürs Interview. Danke.